Als sie morgens die Augen öffnet, kann sie kaum noch sehen. Jetzt ist es Allernächte. Das war ein Riesenschock. April 2016. Maike Feldmann jobbt in einer Billardbar, um ihre Doktorarbeit in Kunstgeschichte zu finanzieren. Es war ein stressiger Abend in dem Lokal selbst. Es war ein Samstag, es war wahnsinnig voll. Maike? Kurz vor Feierabend passiert etwas Merkwürdiges. Mitten im Gespräch mit ihrer Chefin verschlägt es ihr plötzlich die Sprache. Alles gut bei dir? Kam einfach nichts raus. Ich habe mehrfach angesetzt und immer wurde es irgendwas Komisches, aber kein Satz. Und als ich dann gemerkt habe, ich komme da jetzt gerade einfach nicht raus, bin ich eben auch in Panik geraten und habe angefangen zu weinen. Eine Kollegin bringt sie ins Krankenhaus. Ich bekam dann auch starke Kopfschmerzen und ich sehe noch so die Krankenhausgänge über mir, so die Lichter vorüberfahren. Die Ärzte sind alarmiert. Maike Feldmann kann mittlerweile zwar wieder sprechen, trotzdem steht ein schlimmer Verdacht im Raum. Hatte sie einen Schlaganfall? Ihre Schwester wird informiert, soll sofort kommen. Das war schon ein heftiger Schock. Auf dem Weg nach Hannover habe ich so ein bisschen gegoogelt, weil ich dachte, das ist ja, also kann ja gar nicht sein. Aber habe dann auch gelesen, dass das durchaus schon auch jüngere Menschen treffen kann. Als Wiebke Kubicki im Krankenhaus eintrifft, geben die Ärzte Entwarnung. Sie haben im CT keine Anzeichen für einen Schlaganfall gefunden und halten es jetzt für eine extrem heftige Migräneattacke. Ich habe das für den Moment dann erstmal so hingenommen. Es blieb aber einfach ein ungutes Gefühl, weil ich für mich irgendwie wusste, dass das war nicht alles. Schon kurze Zeit später passiert es wieder. Von jetzt auf gleich bekommt Maike Feldmann kein Wort heraus. Ich habe dann einfach probiert, ob ich aufschreiben kann, was ich sagen möchte. Und das hat wunderbar geklappt. Und wenn man dann in so einer Kneipe am Wochenende arbeitet, ist es wahnsinnig laut. Es stellt niemand in Frage, wenn man aufschreibt, was man sagen möchte. Sie bewahrt die Ruhe und die Symptome verschwinden nach kurzer Zeit von alleine. 2019. Maike Feldmann ist voll im Stress. Sie bereitet sich gerade auf die Verteidigung ihrer Doktorarbeit vor, als ein neues Problem auftritt. An einem Freitagnachmittag saß ich am PC und habe diesen Vortrag vorbereitet und hatte dann das Gefühl, da ist irgendwie so eine flimmernde Ecke im Auge. Ich habe mir da erstmal gar nicht weiter Gedanken zugemacht, weil ich eben vor diesem Migräne-Hintergrund dachte, das ist jetzt vielleicht einfach eine Augenmigräne. Bei Migräne müsste Entspannung helfen. Aber das Flimmern verschwindet einfach nicht. Sie fährt erneut ins Krankenhaus. Die haben mich nach Hause geschickt mit den Worten, machen Sie doch erstmal Wochenende. Also bin ich nach Hause gefahren. Montagmorgen. Der Zacken in ihrem linken Gesichtsfeld ist noch immer da. Beunruhigt geht sie zu ihrem Hausarzt. Und der ist sicher, das ist mehr als Stress oder Migräne. In der Hausarztmedizin spricht man von sogenannten Red Flags oder auch Warnsymptomen, an denen man sich so ein bisschen orientiert. Und Gesichtsfeldausfälle, Sehstörungen gehören definitiv dazu. Also das ist nichts, was man abtun kann, sondern das muss man definitiv verfolgen. Er schickt sie auf direktem Weg ins Krankenhaus, diesmal in die Medizinische Hochschule Hannover. Hier wird sie gründlich untersucht. Die Pupillenreaktion war etwas langsamer an dem linken Auge. Sie hatte eben diesen typischen Gesichtsfeldausfall. Und dann vom Alter her und auch passend mit diesen Farbsehstörungen, die man dann herausgetestet hat, und auch Bewegungsbeschwerden, ist man dann von einer Sehnerventzündung ausgegangen. Ein entzündeter Sehnerv. Damit steht ein neuer Verdacht im Raum. Multiple Sklerose. Die Sehnerventzündung als Erstsymptom tritt bei etwa 30-40% der Betroffenen auf. Also ist häufiges Erstsymptom einer multiplen Sklerose. Bei MS kommt es zu chronischen Entzündungen im zentralen Nervensystem. Das Immunsystem betrachtet Strukturen in Gehirn und Rückenmark fälschlicherweise als fremd.
Immunzellen greifen die Ummantelung der Nerven an. Das führt zu Entzündungen im Gehirn und oft auch am Sehnerv. Signale werden dann nicht mehr richtig weitergeleitet. MS war natürlich auch eine heftige Diagnose, die da im Raum stand. Das ist wirklich auch belastend, wenn das so in den Raum geworfen wird, aber noch nicht abgeklärt. Und man hat dann so ein paar Wochen der Ungewissheit, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Um die Diagnose zu sichern, machen die Ärzte MRT-Aufnahmen vom Gehirn. Dabei entdecken sie winzige Läsionen, möglicherweise Entzündungsherde. Außerdem lassen sie Maike Feldmanns Nervenwasser testen. Sie hatte Auffälligkeiten in der Lumbalpunktion, im Liquor, da waren entzündliche Zellen. Sie hatte Veränderungen im MRT, die nicht ganz typisch waren. Es passte sehr viel zusammen zu dem Beschwerdebild der Optikusneuritis im Rahmen einer möglichen multiplen Sklerose. Um die Sehnerventzündung in den Griff zu bekommen, geben die Ärzte ihr über mehrere Tage hochdosiert Cortison. Mit dieser Therapie kriegt man das Immunsystem schon ganz schön stark unterdrückt. Man sollte eigentlich jegliche Entzündungsreaktion hemmen können. Zuversichtlich entlassen sie die Ärzte aus dem Krankenhaus. Doch der Zacken verschwindet einfach nicht. Und dann kommt ein weiterer Fleck im linken Auge dazu. Merkwürdig. Also typischerweise bei den Sehnerventzündungen ist es so, dass die Symptomatik rückläufig ist. Und das war eben bei ihr nicht so. Die Symptomatik war nicht rückläufig, sondern im Gegenteil, es ist ja sogar noch wieder mehr Ereignis dazugekommen. Warum wirkt das Cortison nicht? Jetzt einmal bitte. Augenärztin Christina Jakobsen übernimmt den Fall. Nicht blinzeln. Da haben wir dann das erste Mal eine Schnittbildaufnahme der Netzhaut gemacht, eine sogenannte OCT-Untersuchung. Und dabei konnte man einmal sehen, dass die Nervenfasern an beiden Augen gleich waren und auch im Normbereich. Aber am linken Auge war ein Bereich der Netzhaut deutlich reduziert. Und das war für mich ein Hinweis, dass sie dort einen Arterienverschluss gehabt haben muss. Das war schon erschreckend, das zu hören, dass es eben tatsächlich so etwas war wie ein Schlaganfall im Auge. Darf einmal zurück. Ein Augeninfarkt. Damit ist der Verdacht MS vom Tisch. Doch steht auch fest, ein Teil der Netzhaut ist abgestorben. Das war ein Riesenschock für mich, zumal ich eben als Kunsthistorikerin, ich arbeite mit Bildern, beziehungsweise in meinem Fall mit Architektur. Also ich bin darauf angewiesen, dass ich sehen kann, wovon ich spreche. Die Ärzte fürchten, dass Maike Feldmann jederzeit wieder einen Augeninfarkt bekommen könnte. Sie müssen schnell herausfinden, was die Gefäßverschlüsse auslöst und ordnen eine Untersuchung mit einem fluoreszierenden Farbstoff an. Das Ergebnis ist eindeutig. Man hat dieses leuchtende Gefäß gesehen und dahinter war dann der Verschluss. Dieses Leuchten spricht für eine Entzündung der Gefäße, daher die Verschlüsse. Der neue Verdacht: eine Autoimmunerkrankung. Vaskulitis ist dann das große Wort, was kommt, also Gefäßentzündung. Ja, eine Vaskulitis am Auge, die dann auch wahrscheinlich im Gehirn ist in dem Fall, denn da hatten wir schon was gefunden. Da geht einem durch den Kopf, okay, wir müssen uns zusammenschließen, wir müssen da eine Lösung finden, denn das hat schon eine gewisse Dringlichkeit. Dann wurde sie ebenfalls, also erneut dann wieder mit Cortison behandelt, also das gleiche Prinzip, die Entzündungszellen hemmen, und dann wurde sie mit einem Medikament längerfristig behandelt, um zu verhindern, dass es zu einem erneuten Aufflammen der Entzündung kommt. Die starken Medikamente bringen die Entzündung unter Kontrolle. Ein halbes Jahr hat Maike Feldmann Ruhe. Dann werden die Mittel abgesetzt. Aber dann ging es von vorne los. Ich war das Cortison los. Es war Mai inzwischen und ich habe gemerkt, es ist was nicht in Ordnung. Ich sehe eine Zacke in meinem Auge. Wieder fährt sie ins Krankenhaus. Wieder finden die Ärzte einen Gefäßverschluss. Wieder bekommt sie die Medikamente. Und bin nach Hause entlassen worden. So mit den begleitenden Worten, jetzt kann aber auch einfach nichts mehr passieren. So, da ist jetzt so viel, es ist einfach nicht möglich, dass unter dieser Medikation in irgendeiner Form eine Entzündung im Körper sich breit machen kann. Das war am 26. Mai. 2 Tage später.
bin da aufgewacht an dem Morgen des 28. Mai und habe eben schon so beim das erste Augenöffnen gemerkt, da ist was nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt nicht wirklich. Schatz, jetzt ist es das rechte Auge. Dann bin ich eben runtergelaufen und mein Freund war im Homeoffice, saß am Schreibtisch und ich bin zu ihm hin. Ich habe mein linkes Auge zugehalten und habe ich eben so ein bisschen mit dem Kopf gedreht und habe gesagt, wenn ich so gucke, dann sehe ich dich. Wenn ich hier ein kleines Stück weiter rüber gucke, bist du einfach weg. Lass uns jetzt einfach ins Krankenhaus fahren. Das ist natürlich schon sehr besonders, wenn jemand mit einer sehr hohen Cortisondosis und der Vermutung einer Autoimmunerkrankung oder eines Autoimmungeschehens eine Verschlechterung hat. Also als beteiligter Hausarzt kommen da auch Zweifel, was stimmt die Diagnose, ist es was anderes, liegen wir falsch? Die Ärzte stehen vor einem Rätsel, denn plötzlich verschlechtert sich auch Maike Feldmanns Gehör. Ich hatte immer stärkere Ohrenschmerzen und an einem Tag morgens hat es einfach so geknackt und seitdem war das Hören auf dem Ohr, als würde mir jemand so eine offene Dose einfach übers Ohr stülpen. Erst die Sprache, dann die Augen, jetzt die Ohren. Was ist das nur? Eine weitere Fachabteilung wird hinzugezogen. Hals-Nasen-Ohrenärztin Athanasia Warnicke beginnt mit der Spurensuche. Bei Frau Feldmann zeigte sich, dass sie auf der rechten Seite ganz normal hört und auf der linken Seite die hohen Töne auch ganz normal wahrnimmt, aber in den tiefen und mittleren Frequenzen eine mittelgradige Höreinschränkung hatte. Doch bis auf diese Hörprüfung sind die Untersuchungen unauffällig. Was wir aber auch noch machen, ist, wir machen eine Bildgebung vom Kopf, wenn Patienten Probleme mit dem Ohr haben, weil es können unter Umständen Tumoren im Bereich des Hörnerven oder auch weiter zentral im Gehirn solche Symptome auch verursachen. Und da ist dann eben etwas aufgefallen, was man so Schneeballläsionen nennt. Auf dem MRT-Bild ist ein neuer weißer Fleck zu sehen. Jetzt wird klar, auch das ist ein winziger Infarkt. Die Ärzte müssen jetzt schnell die richtige Diagnose finden, sonst drohen weitere Gefäßverschlüsse. Da meldet sich Assistenzärztin Christina Jakobsen zu Wort. Der Fall hat ihr keine Ruhe gelassen, also hat sie zu Hause weiter recherchiert und ist in einem Fachbuch auf eine seltene Krankheit gestoßen. Das könnte alles zusammenpassen. Da stand bei den Arterienverschlüssen in einem ganz kleinen Nebensatz so am Ende, das macht auch Hörprobleme. Schuld ist ein fataler Fehler des Immunsystems. Immunzellen, die sogenannten T-Lymphozyten, greifen die Innenwand der kleinsten Gefäße im Auge, Gehirn und Innenohr an. Die Folge? Die Gefäßwände entzünden sich, schwellen an und behindern so den Blutfluss. Es entstehen Mini-Infarkte mit schwerwiegenden Folgen. Die Sprachausfälle, Kopfschmerzen, Seh- und Hörstörungen, alles passt. Maike Feldmann leidet am Susak-Syndrom. Das war großartig. Also das klingt immer so ein bisschen verrückt, aber als sie mich dann eben anrief und sagte, das macht alles Sinn, da war ich wahnsinnig erleichtert. Allerdings ist es nicht so einfach, eine wirksame Therapie zu finden. Denn für das seltene Syndrom gibt es keine Leitlinien. Versucht. Dann muss man Medizin einsetzen, für die man nicht so weiß, was jetzt eigentlich hilft. Und das nenne ich gerne Freestyle-Medizin. Erst eine Kombination aus 13 Tabletten am Tag und regelmäßigen Infusionen stoppt die Krankheit. Wenn man diese Medikamente zusammennimmt, dann unterdrückt man auf der einen Seite das Immunsystem und auf der anderen Seite gibt man Bestandteile des Immunsystems, die hoffentlich funktionstüchtig sind, nämlich die Immunglobuline. Und das in Kombination hilft bei ihr bis dato. Aktuell ist jetzt seit fast 2 Jahren soweit alles stabil unter der Medikation. Es ist eine Krankheit, mit der ich leben kann, aber man wird halt nicht wieder voll gesund. Es bleiben Schäden, die bleiben für immer. Die Flecken vor ihren Augen werden nie verschwinden. Aber ihr Gehör ist wieder voll da. Mittlerweile hat sie ihren Doktortitel und arbeitet als Kunsthistorikerin. Jetzt, nach 2 Jahren Therapie, wollen ihre Ärzte die Medikamente langsam ausschleichen. Die Chancen stehen gut, dass die Entzündungen endgültig abgeklungen sind.